Herzlich willkommen bei Deutsche PS4 VR Gamer. Ich bin der Zark McFly und ich spiele heute mit euch Moss. Ich habe ja bereits ein Let's Play von der Demo gemacht, weshalb mir eventuell, der Anfang noch bekannt vorkommt. Deine Zeit ist nun gekommen, werter Leser. Alles wir sieht gut begannen aus. Diese Geschichte zwar schon vor langer Zeit, doch wir hoffen, dass du sie zu Ende bringst. Das ist jedoch nicht nur deine Geschichte. Nein, sie ist mit einer anderen verbunden. Und die Reise, die ihr gemeinsam unternehmt, könnte das Schicksal unserer beiden Welten verändern. Also dann, wollen wir beginnen? Ja klar, komm her. Die Nacht der Flammen wurde es genannt. Das, was von diesem dunklen, sternenlosen Himmel kam, würde die Welt von Moss für immer verändern. Die Ruhe, die endlich über das Land hineingebrochen war, wurde durch einen unüberwindlichen Albtraum gebrochen. Und in dieser Nacht waren die Tiere dem Tode nah. Ich höre erstmal weiter. Zuerst töteten sie den König. Ein geflügeltes Wesen entsprang den Schatten und riss ihn aus seinem königlichen Schlafgemach hoch oben im höchsten Turm. Anschließend krochen die Schlange Sarfog und die Armeen der Geheimnisvollen aus der Unterwelt empor. Sie verwüsteten die Burg in der Hoffnung, das zu finden, was dem König seine unbegreifliche Macht verlieh. Eines der sagenhaften Glasrelikte. Okay, die Glasrelikte sind wichtig. Die königlichen Wachen kämpften tapfer. Und doch schon bald war die es spielt in einer Welt, der wo Tiere übernommen. Die Menschen sind, jeder Raum war verwüstet, wo, glaube ich, nur Tiere leben. Jede Statue, jeder Wandteppich und jede Verzierung verhext. Doch das Glasrelikt wurde nie gefunden. Sogar die scheuen Elfen legten in dieser schicksalhaften Nacht ihre Differenzen beiseite. Sie schickten einen großen Champion, ausgestattet mit ihrem eigenen Glasrelikt, um die Schlange und seine eiserne Armee herauszufordern. In der Zwischenzeit führte Sir Argus, Kommandant der königlichen Wachen, die Überlebenden in Richtung Westen, durch einen Tempel, den ihre Vorfahren schon lange verlassen hatten. Weit weg von ihrem... Ist das Moss? Ich glaube nicht, der Soundaussetzer. Was ist denn sie den unbegehbaren Sumpf endlich durchquert hatten, Kopfhörer. Fanden sie Zuflucht in einer idyllischen Waldlichtung, die sicher in den Bäumen versteckt lag. Okay, die Tiere sind geflüchtet. Argus eilte an den Rand des Sumpfgebiets zurück, um an der Seite des Elfen zu kämpfen. Einfach erstmal zu Ende ran hier. Gemeinsam schlugen sie die Geheimnisvollen zurück. Und sehr viel Story jetzt. Das war auf jeden Fall eine Demo nicht. Führte. Doch der Champion wurde schwer verletzt. Er zog sich, sein Glasrelikt umklammernd, tief in den Wald zurück, wo er seinen letzten Atemzug nahm. Über ihm wuchs ein großer Baum. Boah. Der Baum wird wohl wichtig sein. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob das in unserer Dieser Welt ist und wir spielen die Tiere oder ob das wirklich unerwartet so eine Fantasiewelt kam ist. Genau dann, als man ihn am meisten brauchte. Das ist der Baum. Und Moss findet jetzt diesen Stein. Quill hielt sich schon außerhalb des Sumpfgebiets auf. Quill? Die Abenddämmerung brach bereits herein. Dennoch fragte sie sich, was sie wohl finden würde, wenn sie noch etwas weiter ginge. Ich bin so ein... Ey, warum sehe ich mich nicht?
Wenn er so ein geiler Waldgeist. Ui. Hebt ihn auf! Warum siehst du denn nicht diesen Kristall? Siehst du mich? Aha! Guck mal, jetzt bist du in meiner Kugel! Starkes Ding, oder? Sie war sich nicht genau sicher, was sie aufgescheucht hatte. Doch sie fühlte sich von dem Wesen, das lautlos auf sie herabsah, nicht bedroht. Na, kleine Ratte! Quill musste sich beeilen. Die Tore des Dorfes würden bald schließen und die Nacht würde hereinbrechen. Okay. Ja, das ist genau der Part, den wir kennen von der Demo. Zieh ich jetzt mal schnell durch. Ich hoffe, ich erinnere mich so. Zumindest an einen Teil. Genau, das kann ich ziehen. Bitteschön. Da freut er sich. Sie? Er? Was bist du? In der Demo? Ah, ich kann ja auch eingucken, ne? Den kann ich nicht bewegen, aber ich kann den hier bewegen. Ihr Onkel hatte sie oft gewarnt, dass nachts die größten Gefahren drohen. Doch Quill bevorzugte stattdessen die Geschichten über die magischen Wesen, die erwachten, um den Wald zu beschützen. Ich kann ihn nicht bewegen, doch jetzt. Ich dachte, es passiert irgendwas, weil der Erzähler was erzählt hat. Ah, kann ich dich rausholen? Nein, ich bin gestorben! Ah, das hat ja noch nicht mal angefangen. Hä? Ich kann hier nur nach links oder nach rechts. Und es macht ja auch nur da Sinn, ne? Dann kann ich hier rumlaufen und komme so da hoch. Aber es muss ja auch einen Grund haben, warum ich hier unten lang kann. Dass sie sagen, festhalten? Kommt ja gar nicht so hoch. Bin ich gerade behindert? Ah, jetzt kannst du rüber. Genau, das war die Info, die gefehlt hat. Und deshalb muss der Stein dahin, damit du nicht runterfällst. Klar, gib 5. Nee, kommst du nicht hoch. So, Schriftrolle. Was das jetzt war, hat er mir nicht gesagt.
Ach, da hinten. Es ist doch anders wie eine Demo, oder? Hier war ich doch nie im Leben. Kann ich schon kämpfen? Ja. Okay, es lohnt sich also, umzuschauen und Sachen kaputt zu hauen. Finde ich gut. Looten und leveln. Such die ganze Zeit irgendwelche Anzeigen oder so, wie in so einem normalen Spiel, aber... Fehlanzeige. Aber ich sammle trotzdem alles auf, was ich aufsammeln kann. Also hinter einem ist es auf jeden Fall liebloser, die Grafik, habe ich das Gefühl, als jetzt hier vorne. Aber ansonsten sieht das auf jeden Fall schon sehr schick aus, das Spiel. War ja auch in der Demo so. Steuerung funktioniert super. Jemand hat seinen Controller. Das ist dieser Ball, mit dem kann man Sachen greifen. Ja, und Quill steuert man halt ganz normal mit dem linken Stick. X ist springen, Viereck ist schlagen und Viereck plus X ist ausweichen. Okay, ich dachte, ich muss ihn besiegen. Hey! Okay, ich soll nicht laufen. Boah, wie geht's denn hier runter? Ah! Ich hab... Wir sind in der Rattenstadt. Schön, schön. Da dürfen wir nicht hoch. Oh, der ist sauer. Der Angler. Dürfen wir auch nicht hin. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade, ne? Man kann die Welt nicht so erkunden, wie man möchte. Ah, ich verstehe. Ah, wie komme ich da jetzt hoch? Also ich habe auf jeden Fall schon gecheckt, ich muss hier hoch und kann das dann im richtigen Moment stoppen und kann dann darüber springen. Ja, ja, ich weiß, du musst da hoch. Ach, da ist auch eine Schriftrolle. Da ist eine Tür. Wie kommen denn diese Leute in das Haus rein, hä? Da muss es doch einen Eingang geben. Aha, warte. Soll es nicht gehen? Okay, doch, es soll gehen. Ah, okay, ich muss da links rüber direkt wieder. So, jetzt kann ich hier klettern. Ja, yeah, das passt, das ist gut. Jetzt kann ich hier hoch. Ist das eine Unterhose? Was ist denn das? Kannst du da drauf gehen?
Okay. Wir warten auf den richtigen Moment. Und wir haben... des neuen Freundes gewann Quill kostbare Zeit auf der Sanduhr. Welche Sanduhr? Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Man spielt das Spiel zwar im Sitzen, aber man ist schon... Ja, man ist eigentlich schon gezwungen, auch mal aufzustehen, zu gucken, wie sieht denn das da aus? Was kann man da machen? Er würde beim Anblick ihrer Entdeckung in dessen Legenden eintauchen. Die reiten auf Eichhörnchen. Das ist edel. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich hoffe, es gibt so Eichhörnchenrennen. Oh, erster Kapitel abgeschlossen. Onkel Argus schaute zu, wie das Abendlicht langsam verschwand, als Quill durch die Eingangstür ihrer Hütte stürmte. Onkel, Onkel, das musst du dir ansehen. Wieder mal nach dem Glockenschlag draußen gewesen, sprach er enttäuscht. Quill, ich habe dir schon unzählige Male gesagt... Er ist enttäuscht von uns. Ich weiß, antwortete Quill. Da ist die Unterhose. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Wie heißt diese Bilder? Mandala, ich Mandala-Bilder. Etwas Wunderbares und Magisches. Ich glaube, gefunden. Sowas setzt man da zusammen. Ich höre aber erstmal zu. Er hat was Magisches gefunden. Quills Hände zitterten, als sie ihm das Glasrelikt zeigte. Was ist los? Fragte sie. Panik erfüllte die stoische Miene ihres Onkels. Wo hast du das gefunden? Brüllte Onkel Argus. Quill hatte ihren Onkel noch nie so aufgewühlt gesehen. Westlich der Waldlichtung, erklärte sie. Er hat es auf jeden Fall direkt erkannt. Gleich nachdem ich es aufgehoben hatte, begann mir etwas zu helfen. Scheint nicht so glücklich zu sein. Er ist voll der Badass, ne? Der hat so ein Glasauge. Ein Laser? Bei dir? Hier? Jetzt? Quill, was du da gefunden hast, ist sehr mächtig und äußerst gefährlich, sagte Onkel Argus sehr besorgt. Wenn ich dir diese Last abnehmen könnte, würde ich es. Doch dieser Laser, du hast Angst, hat entschieden. Hm. Wir wurden auserwählt von diesem Baum. Auch wenn Vollmond ist, ich muss gehen. Jetzt sofort. Quill beharrte. Wohin gehst du? Ich kann helfen. Wir können helfen. Nein, schnauzte er. Sie werden dich finden und in Stücke reißen. Ich muss allein gehen. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit und für alle hier in der Waldlichtung. Seine lange, innige Umarmung verriet ihr, dass ihm Gefährliches bevorstand. Ihr? Wir sind eine Frau. Wir sind eine weibliche Ratte oder Maus. Ich glaube, wir sind eine Maus, eine weibliche Maus. Vor Mitternacht zurück. Du musst mir dein Wort geben, dass und jetzt reitet das Eichhörnchen. Das Relikt die Waldlichtung nicht verlässt. Versprich. Sie ist aber eine Ratte. Ich verspreche es, sagte sie widerwillig. Lüg doch und nicht. Sie fragte sich, wo ihr Onkel wohl so spät in der Nacht noch hingehen würde. Würde mich auch interessieren. Wow, es wird wieder hell. Es blendet richtig. Kann ich Pause drücken? Noch nicht? Wow, wir sind in unserem Baumhaus. Stopp. Das reicht jetzt erstmal für die erste Folge. Das war... War es das erste Kapitel? Es war das erste Kapitel. Ja, es ist... die Demo war nicht der Start von dem Spiel. Ich zieh mal die Brille aus. Die Demo war nicht der Start vom Spiel. Das finde ich immer gut. War jetzt bis auf der wirklich der Start war alles neu. Und ich bin gespannt. Ich zocke direkt weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button, abonniert den Channel und wir sehen uns in der nächsten Folge.